Hallöchen, hier ist Kyoko und weil Grima wieder zurückkommt, wird heute beschworen. Ich habe zwar nicht viele Sphären eingesammelt, aber ja, das ist ja dann auch erstmal halb so wild. Denn ich werde jetzt erstmal so ganz, ganz langsam anbeschwören quasi. Wir haben 8 Tage Zeit, das heißt, ich werde die nächsten 8 Tage schauen, dass ich die ganzen Sphären aus den liegen gelassenen Story-Quests mitnehme. Und da ich die heutige Tagesbeschwörung, also von den Tagesbannern, da auch noch was frei habe, werde ich natürlich mein Glück auch an einem Jafar versuchen. Weil wenn ich schon 4 bis 5 Stück habe, dann kann ich ja die Quests weiterführen. Höchstwahrscheinlich wird er mit etwas Pech tatsächlich einer der ersten oder der erste 5-Stern hält auf plus 10 auf meinem Let's Play-Account. Aber ja, das Glück soll nicht sein. Und nochmal vorweg, ich habe eigentlich diese Folge schon mal aufgenommen gehabt. Sogar nicht nur tonlos, sondern ich habe sogar auch gesprochen. Aber ich bin so krass verwirrt gewesen. Es ging einfach gar nicht. Ich glaube, die Hitze schlägt mir tatsächlich auf die sonst schon so schlimme Verpeiltheit. Ich hatte da auch noch mal ganz kurz überlegt, ob ich Takumi schon hatte. Ich habe nachgeschaut, er fehlt mir auf dem Account endlich auch noch. Deswegen habe ich dann im Nachhinein an diesem Part noch mal versucht, vielleicht noch mal farblos mitzukriegen. Ich könnte wirklich einen Counter für sämtliche Versprecher machen. Aber ich nehme das jetzt nicht noch mal auf. Meine Güte. Und sowas Ärgerliches auch. Da hat man schon Free Summon, könnte richtig gut was draus machen. Und was ist? Keine grüne Sphäre. Davor absolut heute auch nur Pech gehabt. Entweder es war gar kein Grün da oder es ging gleich nur als 3-Stern los. Aber die meiste Zeit war kein Grün da. Also ich ab und zu tue ich nämlich mit meinen anderen Accounts immer mal so ein bisschen reinbeschwören. Ja, das sieht doch schon mal viel besser aus. Also das heißt, ich gucke mal, ob irgendwie nach meiner Aluhut-Methode gerade ein gutes Zeitfenster für bestimmte Helden ist. Und dann gehe ich eigentlich erst immer auf die wichtigen Accounts, wo ich die Helden dann haben möchte. Was manchmal aber auch dazu führt, dass ich da, wo ich rumgetestet habe, die Helden dann habe und trotzdem nicht auf den anderen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Naja, aber ja, das mache ich jetzt in die. Also, das war heute den ganzen Tag richtig miserabel gelaufen. Und da dachte ich mir jetzt kurz zum Schluss vorm Schlafen gehen, was ich übrigens schon vor einigen Minuten schon hätte machen sollen. Ja, Rajat, ne? Also, das hat mich dann auch absolut von den Socken gehauen, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass sie da einfach mal auftaucht. What? So ein Überraschungs-Pity-Breaker. Und ich habe tatsächlich, also ich habe sie ja schon mal auf einem anderen Account gezogen und da haben wir ja nicht geregelt, was man aus ihr machen könnte. Ich bin jetzt auch wieder sehr, sehr ratlos und weiß nicht und werde wohl überlegen. Aber eventuell tut sie auch erstmal wie einige andere Helden bei mir auf der Bank warten auf den guten Zeitpunkt, wo sie sich nützlich machen kann. Hat sich ja schon so mancher, der eigentlich gar nicht zu gebrauchen ist, als gutes Fodder entpuppt. Naja, aber da wollte ich dann auf jeden Fall, also ich war erstmal perplex trotzdem, dachte mir dann aber, das ist gut, so kann das ruhig beginnen. Ich hoffe nur, dass es dann am Ende wenigstens ein Grima rauskommt, weil ich hatte ja schon die anderen Banner kein Glück, wo nochmal die Chance war, ihn zu kriegen. Okay, Guti, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, der Part hat euch gefallen, auch wenn der kurz wieder mal so reingeworfen wird. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Liebe Grüße, eure Kyoko. Ja, da geht sie hin, meine schöne Pity Raid. Ich konnte es gerade offscreen nicht lassen und ja, jetzt habe ich noch eine Linde. Also auf dem Account ist es die erste, aber ist eigentlich schon ein guter Tag. Zwei, also innerhalb von unter 40 Sphären, 2 5-Stern-Helden, kann man nicht meckern.